Und weiter geht's mit Lea Sophia. Wir haben jetzt das Gemälde um einen Finger erweitert. Jetzt haben wir immerhin schon unsere Frau und unser Baby. Das Baby schaut noch ein bisschen unlebendig aus. Generell ist hier unten noch ein bisschen viel tot. Da oben fehlt auch noch ein bisschen Fleisch. Das heißt, wir brauchen da noch ein bisschen was. Und sie hat irgendeine Kette. Aber das werden wir jetzt finden. Versuch und Irrtum. Trial and Error. Voll der Programmierer. So. Wir haben hier wieder links und rechts. Wir gehen links. Da ist so schön hell. Die Küche. Oder die Speisekammer. Na, nichts im Ofen. Ha. Sie hat was im Ofen. Die Äpfel gehen uns aus. Ah ja. Deswegen hat er sie dann gemalt und dann sind sie aus dem Bild hinausgepurzelt und dann haben wir genug Äpfel gehabt. Genau. Mehr als genügend Äpfel. Das Bild zerrinnt ein bisschen. Ach, das war die Stelle, wo wir dann zurückgeschaut haben und dann war alles komisch und ja. Diesmal passiert nichts. Das ist wohl unsere Schwiegermutter. Das dampft. Ja, macht ja nichts. Okay. Ja, meine Ratte ist. Ja, der Ton. Der Ton macht die Musik. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Oh. Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Maybe. Er wird jetzt nicht seine Frau beschuldigen, ihm eine Ratte reingeschmissen zu haben. Nein, nein, mag ich nicht. Die ist voll unsympathisch, die Frau. Okay. Ich mag es ja überhaupt nicht, wenn ich vor was davon laufen muss. Farbe, viel Farbe. Voll das Farbgespaletter. Na, eine Tür nach unten, natürlich. Okay, Geronimo! Au. Hier ist irgendein Viech bei uns. Wir gehen natürlich in den Keller. Ab dafür. Oh, 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 oh. Eine Maschine. Eine Winde, genau gesagt. Also immer wieder jetzt hochziehen, ich will sie eigentlich gar nicht wissen. Was ziehen wir da hoch? Es ist irgendwas. Ich weiß nicht was. Haufen Bilder.
Das ist creepy. Wie kommt man denn bitte auf sowas? Ich meine, es ist schon irgendwie genial, aber wie kommt man drauf? Was? In ashes you shall reap. In Asche sollst du ernten. Was? In Asche sollst du ernten. Ich hätte verstanden, Asche sollst du ernten, aber in Asche? Is that her? Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Tja, nach so einem Feuer schaut man halt nicht mehr ganz so knackig aus. Hm? Verstehe ich nicht. Also es ist da drin wieder. Alles beim Alten. Kannst du überhaupt noch malen? Nein, kann er nicht. Hat er ja schon selber festgestellt. Ein Ouija-Brett. Fangen wir mal wieder das Leichen an. Hello. Wo ist das O? Okay, ich weiß noch nicht, was ich ihr da schreiben soll. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363853. Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören. 363853. War das nicht die Telefonnummer, die wir vorher gewählt haben, auf den Wählscheiben? 363853. Schauen wir mal, ob das Telefon funktioniert. 363853. Dann weiß ich es auch noch nicht. Ich würde das aber gerne benutzen. November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann, wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Sorry dafür. Jo, das ist natürlich böse. Na, das ist wurscht. Ich will aber eigentlich zurück zu dem Ouija-Brett. Ah, komme ich nicht mehr hin. Okay. What the? Oh, die Halskette, die wir auf dem Bild sahen. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Naja, es ist eine Kette. Nicht mehr und nicht weniger. Double face. Doch unsere Frau, die da drüben. Hey, Rollstuhl. Warum sitzt auf dem Rollstuhl eine Lampe? Ungeziefer wuchs, Krebs des Hauses, fauliger Gestank, oh Gott, die Geräusche. Okay.
Hallo, schlecht aufgelöste Spiegelung. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Okay. Tu es nicht. Okay. Wir tauchen mal eben so ein. Oh nein, da ist sie, da ist sie. Schatzi, du weißt, ich hab dich lieb. Und du hast ein Gesicht. Da kommt jetzt was. Okay. Das ist unser persönliches Denkarium. Wir tauchen in unsere Gedankenwelt. So viel Meter. Na, die Puppe. Er kann die Luft halt nicht lang genug anhalten. Und nochmal, komm. Okay. Riesenpuppe. Und ein kleines Ding davor. Okay, er schwimmt vor sich hin. Sind wir jetzt tot? Ich glaube, wir sind wieder zurück. Ja. Oh weh. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Ja, natürlich. Kratzt das Auge raus, hast eh recht. Überhaupt nicht widerlich. Überhaupt nicht grauslich. So, da haben wir... Ja, da oben ist sehr hübsch. Okay, wir haben jetzt das Auge, das heißt, wir haben das nächste drum für unser Gemälde. Viel kann ja nicht mehr fehlen. Und wir sind wieder in unserem Atelier. Oder auch nicht. Hey, ich will mein Atelier. Wo ist hier eine Tür? Tür? Nee, keine Tür. So eine Tür? Keine Tür. Ach, wir müssen wieder mit der Dame spielen. Okay, wo sind die restlichen Steinchen? Okay, wir haben alle Ständchen. Hoppata, hoppata. Yeah.
Bin ich jetzt am Zug? I don't get it. Okay. Ah. Kinderzimmer. Mit einer großen Ratte. Und sehen wir wieder Augen zu. Okay, hier sind jetzt noch Steinchen. Das war ein unfairer Zug, also komm schon. So geht das nicht. Nee. Yay, wieder ein Grammophon. Ich mag Grammophon. Wegen hier alles durch die Gegend. Lass das. Den Dreck muss wir aufräumen auch noch. Diesmal kann ich es aber nicht spielen. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe es gesehen. Was bist denn du? Herz! Give me the heart! Oder auch nicht. Puppen? Nein, Teddybears. Okay, wir sind wieder beim Schachbrett. Das Babygitterbett fliegt jetzt? Nein, es ist auf einem Baum. Okay. Ist okay. Kann man machen. So funktioniert Dame nicht, also komm schon. Bin ich jetzt am Zug? Oh, 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 oh. Es geht bergauf. Aha, ein Fußballi. Ja, weit führt die Treppe zwar. Aber, wenn das Spiel gerade mal nicht leckt. Oh, ein richtig cooles Zimmer. Also so eine Glaskuppel ist schon was Cooles. Komm, ich möchte weiterspielen. Also, muss ich erst weitermachen. Ja, ich sehe es eh schon. Die Klobrille ist unten. Aber wir können natürlich den Deckel zumachen. Und spülen. Und spülen. Aha. Dann spülen wir halt nicht. Jetzt haben wir die Küche freigeschalten, offenbar. And let's go in the kitchen. Schaut aus wie ein Gehirn. Könnte aber auch nur Brokkoli sein. Bin du? Hm. Okay. Ach, da liegt's natürlich. Was? Okay. Können wir wieder weiterspielen? Nö. Bin noch nicht fertig hier. Was ist das? Me. Weißchen?
21 Gramm. Es sind ein bisschen viele weiße Spielfiguren da. Was kam jetzt hinzu? Oh, das Babyface. Okay, hallo Babyface. Babyface ist weg. Me. What? Los? Wo ist die nächste Münze? Das Klavier gehört gestimmt. Standing Ovations und der Saal applaudiert. Und wir sind zurück im Atelier. Hello, Darling. Ich habe dir ein Auge mitgebracht. Oh, hübsch. Okay. Er hat es schon des Öfteren versucht. Ja, hat halt nicht ganz so funktioniert mit dem Gemälde. Wir sind wieder zurück. Hier ist das Kinderzimmer. Baby ist immer noch nicht da. Ja, hier ist alles hin. Unser Schlafzimmer, auch alles kaputt. Gehen wir mal runter. Und hier ist die versperrte Tür. Sehr geehrter Herr, dies ist eine Zahlungserinnerung, da Ihre Zahlung seit dem 26. Jänner dieses Jahres überfällig ist. Anbei finden Sie eine Abrechnung für Ihre Unterlagen. Aufgrund Ihres Zahlungsverzuges wurde Ihre Bestellung storniert. Wir bitten Sie, die Zahlung innerhalb der nächsten 7 Tage vorzunehmen. Sollten Sie nicht in der Lage dazu sein, eine vollständige Zahlung zu leisten, bitten wir Sie darum, uns zwecks einer neuen Zahlungsvereinbarung für
die für beide Seiten akzeptabel ist, zu kontaktieren. Sollten Sie unsere Forderungen nicht nachkommen, sehen wir uns dazu gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie zu ergreifen. Mit besten Grüßen, Ronald Wilkins. Ich glaube, wir sind tatsächlich nicht mehr in der Lage, irgendwas zu zahlen. Die Kiste ist leer. Ich hänge fest. Die Küche. Niemand mehr hier. Duftbäume hängen im Regal. Vanilleduft, mein Lieblingsduft. Das Badezimmer, der Lurch und die Silberfische haben ihn unbewohnbar gemacht. Die Tür ist immer noch versperrt. Aber wir können in den Keller und gehen weinen. Wir sind ein Messi, es gibt kein Entkommen. Der Müll stapelt sich. Wir gehen wieder hinauf. Wankenden Schrittes. Da hinten haben wir noch einen kleinen Raum. Aber auch er ist leer. Wir sind durch. Executive Producer Pure. Teamleader und Board Member. Creative Art Director. Project Manager. Game Designer. Noch ein Game Designer. Lead Programmer. Graphics Programmer. System Programmer. Gameplay Programmer. Noch einer. Die Namen müsst ihr euch selber durchlesen. Ich kann es kaum aussprechen. Ein weiterer Programmierer. Lead Level Designer. Senior Concept Artist. Level Designer. Level Designer. Level Designer. Noch einer. Mit auffälligen Tattoos. Noch ein Level Designer mit zwei süßen Hunden. Ein Concept Artist. mit dem Manly Man Meme. Sehr schön. Ein 3D Artist. Character Artist. Hatte nicht so viel zu tun, hatte man den Eindruck. Denn man sich selbst sieht man ein bisschen im Spiegel, aber die liebe Frau, ja, ein Animator, noch einer mit einer gruseligen Puppe, ein 3D Artist, Sound Designer und Composer, denen geht sehr viel Lob, denn ohne den ganzen Sound wäre dieses Spiel längst nicht so beeindruckend. Okay, einer der Vocalists. Storywriter. PR und Marketing.
Special FX Artist. Lead QA Team. Tester. Noch ein Tester. Noch einer. VO, okay, Voice-Over, schätze ich mal. Eric Bra hat wohl die Stimme des Herrn gemacht. Stimme der Frau. Legal and HR Manager oder JR. Tech Support. European Union Fund Specialist. Office Manager. Office Assistant. Ja. Wir sind gleich durch die Credits durch. Jeden, den es interessiert, einfach stoppen und genießen. Okay, ich schätze, das war's. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber die Türen sind verschlossen. Wir kommen nicht mehr wirklich weiter. Können nochmal durch die Tür versuchen. Wir haben das Gemälde fertiggestellt. Ist nicht ganz perfekt geworden, aber das ist wahrscheinlich, wobei doch, es ist perfekt geworden, das werden wahrscheinlich ihre Verbrennungen sein. Ja, ich denke, das ist das Ende des Spiels. Kam jetzt überraschend. Ich bin immer noch ein bisschen erdrückt. Ja, wie soll man sagen? Das war wohl Layers of Fear, denke ich. Also ich hoffe, ich greife dem jetzt nicht vorweg und es geht noch weiter und ich merke es nur gerade nicht. Ich meine, ich schaue mich noch ein bisschen um, ob ich was finde, aber es sieht so aus, als wäre es das gewesen. In dem Sinne werde ich mich hier weiter umschauen. Okay, ich weiß nicht, ob ich den Brief schon gelesen habe. Ich werde ihn mal vorlesen. Liebste Gemahlin, ich weiß, dass die letzten Monate verheerend gewesen sind. Ich weiß, dass ich unterstützender hätte sein sollen, fürsorglicher, selbstloser. Ich kann einige der Dinge, die du mir gesagt hast, immer noch nicht glauben. Wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt, ein großartiger Ehemann oder Vater zu sein. Ich dachte, ich bin ein großartiger Künstler sein könnte. Aber auch dieser Traum ist ausgeträumt. In seiner Abwesenheit werde ich mein Bestes geben, um dich mit all der Liebe und dem Mitgefühl zu behandeln, die du verdienst. Du bist die Liebe meines Lebens, meine Muse. Du wirst diesen Brief niemals lesen. Es tut mir so leid. Wow, ja. Oh, wir haben einen Schlüssel. Okay, vielleicht geht's ja doch noch weiter. Das Spiel ist schon sehr deprimierend, um's sachte auszudrücken. Ja, ich will da gar nicht so viel jetzt dazu sagen, weil ich die Stimmung nicht killen möchte. Es ist schwer. Okay, wir müssen runter. Wir sind wieder im Atelier. Die Kisten sind leer. Und
unsere Pinsel sind noch hier. Okay, wir haben wieder eine Leinwand. Okay, das war jetzt Lea Sophia. Es fängt wieder von vorne an. Er muss zeichnen, immer wieder von vorne. Wir sehen jetzt hier nochmal die Credits. Ich fand trotzdem die Idee, die Credits im Spiel so einzubauen, genial. Nichtsdestotrotz. Ich glaube, es kann sich jeder selber sein Bild von dem Spiel machen, was es letzten Endes ging und was passiert ist. Sehr, sehr traurig. Aber ein sehr tolles Spiel. Ja. Ich habe sehr lange rausgezögert, einfach weil es so gruselig und keine Ahnung war. Und letzten Endes, es war aber doch sehr toll. Also, und mehr als so ein paar Scare-Jumps in dem Sinne gab es eigentlich eh nicht. Es hat mir definitiv Spaß gemacht, auch wenn ich es sehr, sehr bedrückend finde. Insofern kann man überhaupt sagen, dass es Spaß gemacht hat. Es war eher traurig und verstörend. Seine Frau wird er wohl definitiv nicht mehr sehen. Tja, mit diesem schönen Ende, in Anführungsstrichen, beenden wir dieses Let's Play. Ich hoffe, es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht oder was auch immer dieses so etwas macht. Ich weiß es nicht. Spaß kann man es halt, wie gesagt, nicht wirklich nennen. Eine schön traurige, dramatische Geschichte, vor allem noch durch das Kind. Wäre auf jeden Fall interessant, da noch ein bisschen mehr Details zu kennen. Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben, was so an Geschichte ist oder so. Oder ja, wobei vielleicht auch eher nicht, sonst spoilert noch irgendwer irgendwas. Aber ihr könnt mal gerne einen Link reinschreiben, wo man vielleicht Geschichte nachlesen kann. Würde mich interessieren. Wie dem auch sei. Freut mich, euch dabei gehabt zu haben bei diesem gruseligen, aber schönen Spiel. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen irgendein gruseliges Spiel, was ich eigentlich gar nicht spielen möchte. Bis dahin sehen wir uns jetzt noch die Credits zu Ende an. Ich lasse die durchlaufen. Wer will, kann natürlich schon beenden. Und damit dann ciao und wir sehen uns im nächsten Video.